Hallo und willkommen zur Rezeptefee. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr zuckersüße Mini-Amerikaner zubereitet. Hierzu benötigen wir 100 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, 2 Eier, 250 Gramm Mehl, 3 Esslöffel Milch, Mini-Smarties zum Dekorieren, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, ein Päckchen Vanillepuddingpulver, eine Prise Salz und 200 Gramm Kuvertüre eurer Wahl. Zuerst in einer Schüssel die Butter, den Zucker, den Vanillezucker, und eine Prise Salz mit dem Rührgerät cremig rühren. Nun die Eier einzeln hinzugeben und unterrühren. Als nächstes nehmen wir eine zweite Schüssel und mischen das Vanillepuddingpulver, das Mehl und das Backpulver zusammen. Einmal gut durchmischen. Nun die Vanillepudding-Mehl-Backpulvermischung unter die Butter-Zucker-Vanille-Zucker-Ei-Mischung rühren. Zuletzt die Milch hinzugeben und kurz unterrühren. Unser Teig ist nun fertig. Den Teig in einen Spritzbeutel ohne Tülle einfüllen. Kleine Teigkreise, ca. 4 cm groß, auf ein Backblech mit Backpapier spritzen. Die Teigkreise mit bemehlten Händen leicht andrücken. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca. 10 Minuten backen. Gut abkühlen lassen und die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen. Die Mini-Amerikaner mit der Kuvertüre bestreichen und mit Mini-Smarties dekorieren. Und so sehen meine fertigen Mini-Amerikaner aus. Hoffe, euch hat mein Video gefallen, würde mich über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder Vorschläge sehr freuen.
eure Rezeptefee.